So, hallo Freunde. Ja, ich habe euch gesagt, ich nehme euch mal mit beim Heulader. Ja, aber ja, ich habe jetzt verschiedene Halterungen probiert. Das hebt einfach nicht richtig, das wackelt alles. Ich habe mir mal ein Video angeschaut von der Hoffahrt zu der Wiese. Das kannst du nicht anschauen, das wackelt alles. Ich brauche hier einen zweiten Mann, wo hier aufs Beifahrersitz sitzt und ein bisschen filmt. Anders hat es gar keinen Wert. Oder ich muss wirklich mal schauen, ob es da super gute Halterungen gibt. Ich weiß es nicht. Aber egal. Jetzt zeige ich euch halt mal ein bisschen was. Wir machen heute Rundballe mit einem 1,30 Meter Durchmesser, weil mir das über der alte Milchviehstall setze. Das heißt, wir setzen die mit dem Frontlader rüber auf der Heuboden und müssen es dann von Hand hinterrollen. Und deswegen machen wir die bloß 1,30 Meter, weil halt die mit 1,80 Meter zu schwer sind. Die können wir nicht handhaben von Hand. Da werden wir so 40 Stück reinsetzen. Das ist praktisch das, was wir heute pressen. Morgen machen wir dann 1,80 Meter Durchmesser. Aber so schnell kriege ich halt keine Halterung zusammen. Ich will jetzt echt mal schauen. Dann gibt es halt erst im zweiten Schnitt, also am Öhmt machen. Egal, ich muss da echt mal schauen. Hey, ich kenne da noch mal einer, wo auch so Filme macht. Auf dem Schlepper, was der für eine Halterung hat. Werde ich mal den fragen, ob das bei ihm gut ist und so. Und dann schauen wir mal. Normalerweise setze ich hier die doppelt. Also nicht so wie jetzt in der Mitte, sondern außer jeweils noch einmal drei. Also unten rein vier, doppelt sind es acht. Dann oben drei, oben drüber drei. Auf der anderen Seite drei und dann in der Mitte nochmal zwei. Aber weil ich 5 Kilometer zu fahren habe und es lauter schlechte Straße ist und ich natürlich auch Spanngurte nicht dabei habe, tue ich praktisch nur so laden. Also 11 Stück pro Anhänger. Das soll auch mal das kleinste Problem sein. Dann fahren wir halt lieber einmal öfters und dann passt das auch. Ja, ist auch eine ganz schöne steile Wiese hier. Im Herbst, wenn wir den letzten Schnitt mehr, ja, da bin ich auch schon öfters mit dem Mähwerk, mit dem Schlepper davon gerutscht. Aber das geht einigermaßen hier. Ja, früher, wo wir noch mit dem Hinterradschlepper, also ohne Allrad gemäht haben, das war eine ganz lustige Geschichte. So, das hat er wieder äußerst günstig rausgelassen aus der Presse. Also, wo unserem Pressefahrer ist, weiß ich nicht. Der fährt auch irgendwo rum, den werden wir wahrscheinlich nicht sehen, weil der ist schneller wie ich, weil ich muss ja ständig an- und abhängen. Der Ertrag ist auch nicht gerade so das Beste. Ich habe, wo ich angefangen habe zu laden, habe ich drei Rundballe runtergebracht von der Wiese, also mit 1,30 Meter, wo ich normalerweise, kann man sagen, drei Rundballe runter machen mit 1,80 Meter. Also ist wirklich nicht üppig viel, was hier an Gras steht. Ja, jetzt fahren wir einfach mal ein bisschen hoch, dass ihr auch mal seht, wie steil das hier ist. Ja, dann beim Mähen muss man aufpassen, hier ist so ein Dämmle drin. Ich weiß nicht, ob man das mit der GoPro sieht. Also wenn das Gras richtig hoch ist und du fährst da und passt das auf, kannst du den Schlepper umschmeißen. So. Jetzt fahren wir hier mal runter. Also es ist schon dermaßen steil hier. Aber heutzutage mit den Allradschlepper ist ja das alles kein Problem. So, ich kann jetzt halt nur nicht so laden, wie ich das will.
weil ich halt immer in der linken Hand die GoPro habe. Ich habe so viel versucht, ich habe sie mit Kabelbinder festgemacht, dann habe ich so einen Saugnapf dran gehabt. Dann ist praktisch ständig hier das Kontrollding da, wo alles anzeigt. Ippig und das hat alles nicht gefallen. Dann habe ich hier an die Scheibe einen Saugnapf dran gemacht, so was ähnliches wie das. Aber das ist nur Handyhalterung. Da hat man auch nichts gesehen. Dann habe ich, was habe ich noch dabei? Ich kann euch das mal zeigen. Hier so ein Teleskopstab. Den schraubst du praktisch von unten rein, dann ist die GoPro so drauf. Dann kann ich schön mit dem Stab alles schwenken. Aber naja, ich brauche halt einfach zwei Hände. Eins am Lenkrad und eins am Joystick. Damit ich die Frontlader und alles bedienen kann. So, jetzt fahren wir mal nochmal hoch. Dann kann ich euch vielleicht noch die andere Wiese zeigen, weil nachher da auf der Straße, da filmen wir jetzt doch nicht. Das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. So. Also, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Gleich da drüber liegen noch einmal Rundballer. Dann hier drüber liegen Rundballer. Das ist bloß die Straße dazwischen. Das ist aber eine kleine Wiese, liegt auch, glaube ich, bloß zwei oder drei Baller. Die hole ich mit dem Frontlader rüber. Da stelle ich nicht extra den Anhänger um. Aber dann auf die Wiese da oben, da muss ich ganz außen rumfahren. Weil vorne, wo die Einfahrt ist, da komme ich nicht rum mit zwei Anhängern. Ja, bis ich da den anderen Anhänger noch voll habe, dann haben wir das für heute schon alles zu Hause. Also das ist echt erbärmlich, was da Gras steht. Das kann ich echt vergessen. Es fehlt halt einfach Regen bei uns. Gut, ich habe jetzt neulich, nee, das habe ich gar nicht hochgeladen. Ich war neulich an einem Feld vorbeigefahren, da hat ein Landwirt vom Dorf umgestellt auf Bio. Und der hat Kleegras reingesät dieses Jahr in seine komplette Fläche. Und da werde ich, der zweite Schnitt, werde ich von dem einen Teil mehr. Den habe ich schon gefragt und er hat gesagt, ja natürlich. Er wollte es eigentlich in die Biogasanlage reinfahren, aber die nehmen es ihm nicht ab dieses Jahr. Die sind noch so voll. Die haben ja Verträge mit den Landwirten. Und er hat keinen Vertrag mit denen, weil er halt jetzt erst umgestellt hat auf Bio und vorher hat er seine Fläche selber gebraucht mit Mais und so, weil er Tiere hatte. Und jetzt sieht halt alles anders aus. Und sie haben gemeint, na, vielleicht nächstes Jahr. Aber sie wollen keinen Vertrag mehr machen. Sie haben eigentlich genug. Und deswegen hat er gesagt, er verkauft es jetzt einfach und das bringt er auch fort. Das ist gar kein Problem, weil dieses Jahr in der Trockenheit bei uns sehe ich doch gar kein Problem. So. So, die Anhänger, die sind alle ja ein bisschen selbst gemacht. Was heißt selbst gemacht? Das sind Anhänger gewesen, Plattformanhänger. Genau den hier mit den T-Trägern da drauf. Den habe ich in der Mitte abgeschnitten, haben ein bisschen länger gemacht, dass ich praktisch sechs Rundballen unten reinbringe, also drei auf jeder Seite und dann zwei in der Mitte, dann habe ich acht Ballen pro Waage. Jetzt mit dem 1,30 m bringe ich vier unten rein, also auch 11 Ballen wie auf der ersten Anhänger. Und das sind T-Träger von der Straßenbaumeisterei, von der Leitplanke, wo praktisch die Leitplanke befestigt werden. Die T-Träger sind hier in der Erdboden gerammt und daran sind die Leitplanke verschraubt. Und auch die Leitplanke außerdem habe ich alles bekommen, natürlich nicht für umme. Da muss ich natürlich auch was dafür bezahlen, aber ja, ich habe da schon einiges zu Hause sitzen. Ja, und das hat sich gerade angeboten, wo ich den Anhänger fahre. Ach, den habe ich schon 15 Jahre so. Und es reicht, da fahre ich nur Rundballer, Stroh und Heu mit. Der erste Anhänger, der ist Druckluft gebremst. Mit dem hole ich ab und zu mal Silageballer. Aber dafür habe ich eigentlich ein Tandem.
Anhänger. Den werde ich nachher dranhängen, wenn die zwei voll sind. Der ist also richtig olber gebaut. Das ist ein LKW-Anhänger. Und zwar war das mal für einen Container. Container-Anhänger, wo so ein Überseekontainer drauf machen kann. Der Anhänger war 2 oder 3 Jahre alt, wo ich den bekommen habe. Und zwar hatte der einen Unfall auf der Autobahn, der ist umgefallen. Und somit war das Hebesystem kaputt. Also das Hebesystem, dass der praktisch den Überseekontainer hoch und runter lassen kann. Also an- und abhängen kann praktisch. Die werden ja dann auf die Stütze gestellt. Zum Teil. Und dann habe ich von einem Bekannten, der hat einen Schrottplatz. Und der hat den damals auf der Autobahn geholt. Und ich habe den zufällig stehen gesehen und gefragt, was machst du mit dem? Er sagt, aus Jux und Dollerei, den kannst du haben. Für einen Schrottpreis. Und so habe ich es auch gemacht. Da habe ich mir Blech bestellt, habe Blechboden drauf gemacht. Das Hebesystem haben wir runtergeschnitten mit dem Schneidbrenner. Habe das alles ein bisschen verschliffen. Habe mir Blechboden drauf gemacht. Hin und vorne ein paar T-Träger von den Leitplanken. Und gut, und hin ein paar Magnetlichter dran und vorne eine neue Stütze. Ich wollte irgendwann mal Sandstrahlen und wollte eine richtig schöne Farbe geben, aber wie es halt so ist, die Zeit, ja. Im Winter, wo ich Zeit habe, kann ich nicht lackieren. Und wenn ich es machen lasse, rentiert sich nicht. Also das muss ich dann schon selber machen. So. Ja, das ist alles mit einer Hand.